Nee, meine Gaming-Maus ist schon ein bisschen älter, ja. Du sagst, die hat 25.000 DPI und kostet gerade mal 140 Euro? Boah, Alter, die kaufe ich mir sofort. Geil. Dann vielleicht gewinne ich dann mal im Schach. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon. Ja, und du kannst dir für diese 140 Euro entweder so eine coole Gaming-Maus kaufen oder aber fast 500 Aktien der Razer Inc. Corporation. Bevor du jetzt aber gleich losrennst mit deinem Smartphone und gleich wieder auf den diversen Trading-Apps anfängst, deine ganzen Lebensersparnisse da reinzuknallen, sollten wir vielleicht erstmal einen Schritt zurück machen und überlegen, hey, ist das einfach nur ein dahergelaufener Penny-Stock oder handelt es sich hierbei um ein echtes, seriöses Unternehmen? All das erfährst du heute bei Aktien mit Kopf in der Analyse. Zu Beginn möchte ich mich natürlich erstmal entschuldigen. Ich war gestern noch unterwegs und deswegen konnte ich die Analyse nicht für euch aufnehmen und hochladen. Deswegen heute hier im Montag im Nachgang mit einem wunderschönen Logo von Diana hier gezeichnet. Da hat sie, finde ich, schon mal einen Daumen hoch für das Video verdient, oder? Was sagt ihr? Und wir kommen als erstes natürlich wie immer auf die Geschichte von Razer zu sprechen. Und auch wenn ich mich natürlich immer richtig bemühe, hier richtig lustige Intros für euch zu zaubern, ist das gar nicht so irrelevant, was ich da gesagt habe. Denn im Jahr 1998 gab es das erste Produkt von Razer Inc., eine Gaming-Maus, die sich Boomslang nannte. Und die haben damit geworben, dass diese Gaming-Maus eine Sensitivität von 1000 Dots per Inch hat, wo ja entsprechend andere Mäuse zu dem Zeitpunkt damals vielleicht gerade mal so 200 bis 400 DPI hatten. Und heute kommen, wie gesagt, die besten und krassesten Gaming-Mäuse schon auf DPI von, wie gesagt, 20.000 oder sogar noch mehr. Hat das eigentlich einen Sinn und was bedeutet das eigentlich ganz genau? Ist das nicht eigentlich nur so ein Marketing-Stunt? Wenn ihr mich fragt, definitiv. DPI, vielleicht kennt ihr das von euren Scanner-Einstellungen noch oder so, das bedeutet eigentlich nichts anderes als Dots per Inch. Was bedeutet eine Gaming-Maus, die zum Beispiel die Einstellung 1600 DPI hat, die wird sich 1600 Pixel bewegen, also dieser Mauszeiger auf eurem Bildschirm wird sich 1600 Pixel bewegen, wenn ihr die Maus um einen Inch bewegt. Ja, ein Inch, kurz so einen kleinen Schwenk und wusch. Ja, deswegen kann auch jeder von euch schon direkt nachvollziehen, warum es eigentlich gar nicht notwendig ist, irgendwie so eine krasse Maus von 5000, 6000 DPI oder so zu haben. Wenn man die nur ein bisschen bewegt, dann ist der Mauszeiger schon komplett irgendwie im siebten Bildschirm oben in eurer Ecke, den ihr wahrscheinlich gar nicht habt und auch nicht braucht. Und deswegen ist das meiner Meinung nach nichts anderes als ein cleverer Marketing-Stunt, der aber auch heute immer noch wieder ganz gerne irgendwie benutzt wird, wenn man ein neues Produkt an den Markt bringen will. Aber ich will jetzt natürlich noch nicht sagen, dass nur deswegen es nicht Sinn machen kann, für eine Gaming-Maus auch mehr Geld auszugeben, weil es gibt ja noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Qualität der einzelnen Knöpfe und ob die lange halten und ob die Maus ergonomisch ist und so weiter. Das sind also natürlich schon interessante Faktoren. Aber damals, wie gesagt, war das halt eben ihr erstes Produkt und Razer Inc. aber in der Konstellation, wie es sie heute gibt, ist eigentlich erst im Jahr 2005 gegründet und zwar von jemand aus Singapur namens Min Lian Tan, den nenne ich ab jetzt nur noch in diesem Video Tan, der auch gleichzeitig jetzt noch der CEO ist. Die haben damals auch ein größeres Investment von einem chinesischen Investor bekommen, weil es eben dann auch ja, ziemlich interessante Phasen gab, um es mal positiv zu formulieren für das Unternehmen. Es gab ja dann damals die Entwicklung hin zur optischen Maus und da haben sie erstmal jede Menge Marktanteile verloren, bis sie dann selber auch angefangen haben, optische Mäuse herzustellen. Aber als dann im Jahr 2005 Min Lian Tan zum Unternehmen kam und auch CEO wurde, hat man eben auch angefangen, neue Produkte und ganze Kategorien hinzuzufügen. Alles im Bereich Gaming-Hardware. Ja? Also alles für Gamer, die halt eben ein bisschen mehr Geld investieren können und eben ein besseres Erlebnis zu haben, aber auch, um natürlich auch mehr Leistung bringen zu können als Spieler am PC, meistens Heim-PC, aber auch dann später im Videospielsektor. Ja.
Was das für Produkte in der heutigen Zeit sind, das ist ziemlich abgefahren, das gucken wir uns gleich noch an. Aber gucken wir noch ein bisschen in die Geschichte rein. Im Jahr 2016 gab es einen für die Firmenverhältnisse großen Zukauf, nämlich von THX. Das bedeutet jetzt nicht so viel wie Thank You oder so, sondern es ist ein Soundsystem, welches zurückgeht auf George Lucas, der damals vereinheitlichen wollte, wie man im Kino eigentlich die Tonqualität eines Films nachvollziehen kann. George Lucas kennt ihr natürlich von Star Wars wahrscheinlich, ja. Und es war halt dort damals häufig der Fall, dass du einen Film fertig abgemischt hattest mit geilen Toneffekten und so. Und dann bist du irgendwie ins Kino um die Ecke gegangen und die Tonqualität war komplett miserabel und es kam eigentlich gar nicht so wirklich das an, was eigentlich der Film hergeben konnte an Ton. Und deswegen hat man damals das Ganze dann versucht zu standardisieren über dieses THX-System. Und das gibt es auch heute noch, wobei es im Kinobereich immer weniger Kinos gibt, die es noch nutzen. Ja? 2017 dann IPO, Börsengang in Hongkong. Und deswegen will ich jetzt unbedingt euch mal so ein bisschen was zu diesem Thema Penny Stocks sagen. Weil ja, laut unserer konventionellen Definition ist Razer ein Penny Stock. Denn die Aktie kostet, ich glaube, zum heutigen Aufnahmezeitpunkt gerade mal 29 Cent an der Börse Frankfurt, also Eurocent. Ja? In Hongkong-Dollar macht das, glaube ich, 2,5 Hongkong-Dollar oder so. Es ist aber für Aktien nicht nur in Hongkong, sondern auch in China nicht unbedingt ungewöhnlich, dass die dort als Penny Stocks gehandelt werden. Es ist dort kulturell gesehen einfach nicht irgendwie unseriös, eine Aktie zu haben, die einfach sehr wenig kostet, in Anführungszeichen. Wobei in Deutschland und den USA beispielsweise eigentlich fast kein Unternehmen einen Penny Stock haben will. Das heißt, selbst wenn du eine Marktkapitalisierung von irgendwie 100 Milliarden hast und sehr viel Gewinne erwirtschaftest, dann wirst du in der Regel nicht deine Aktie als Penny Stock notiert wissen, einfach weil es halt eben als was Günstiges, Schlechtes oder so gilt. Ja? Und deswegen gibt es ja sogar auch immer wieder die Reverse Splits, beispielsweise auch von der Commerzbank und so, damit man eben auch in den entsprechenden Indizes noch auftaucht. Das ist so übrigens auch an manche Bedingungen geknüpft, auch in den USA beispielsweise. Ja. Es bedeutet also nicht automatisch, dass nur weil eine Aktie unter einem Dollar oder einem Euro an der Börse kostet für einen Anteil, dass dieses Unternehmen kein Geschäftsmodell hat oder komplett schlecht ist und so weiter. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, bedeutet es aber natürlich auch nicht, dass nur weil eine Aktie irgendwie ein Penny Stock ist, wir jetzt irgendwie da richtig investieren sollten, weil wir irgendwie viel Anteile schon mit wenig Geld kaufen können, um irgendwie deswegen so ganz viel Rendite zu machen. Ja, ich könnte mir immer gut vorstellen, dass bei solchen Penny Stocks, wenn die einen Reverse Stock Split machen würden, dass dann auf einmal sehr viel weniger Privatanleger sich automatisch dafür interessieren würden, obwohl das rein rational gesehen überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, aber da sind wir ja in der heutigen Zeit sowieso nicht immer ganz rational. Ja, egal. Eine andere Sache, die auch noch wichtig ist hier zu nennen, sie ist auch in der Börse Frankfurt und auch an deutschen anderen Börsen handelbar in Euro. Ja, aber auch mit entsprechend etwas höheren Spreads, nämlich 1-2% circa. Also da natürlich immer darauf achten bei solchen Aktien, wenn ihr die handeln wollt, dass ihr eben sowas mit berücksichtigt. Und die aktuelle Börsenbewertung beträgt 3 Milliarden US-Dollar. Ja, zu Beginn des Corona-Crashs ist die Aktie ordentlich mit nach unten gerasselt. Dann hat man aber natürlich mit dem wirklich stark wachsenden Gaming-Sektor gemerkt, okay, die Leute kaufen auch immer entsprechend teurere und bessere Hardware für ein besseres Gaming-Erlebnis. Ja, wo ich eben nicht so eine Tastatur, wenn ich jetzt so Diablo spiele und das würde jetzt irgendwie so ein professioneller Gamer sehen, wie ich jetzt hier bei mir auf meinem iMac mit meiner Mac-Tastatur irgendwie Diablo 3 spiele und irgendwie nach so 2 Stunden meistens schon so einen Handkrampf bekomme, weil ich irgendwie oben den Blizzard gleichzeitig mit was anderem drücken muss und so einfach die Tastaturbelegung wahrscheinlich eine Katastrophe ist, gibt es eben viele Leute, die gesagt haben, hey, ich möchte auch entsprechend zu Hause eine gute Hardware haben und deswegen ist die Aktie dann auch wieder stark gestiegen, samt den Unternehmenszahlen. So sind sie im Jahr 2020, letztes Jahr, auf einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar gekommen und dem ersten Gewinn, nämlich von gerade mal 0,8 Millionen Dollar. Ja, also es ist richtig geschrieben hier, 800.000
Dollar Gewinn, wo sie in den vergangenen Jahren immer noch Verlust gemacht haben. So viel aber erstmal zur Unternehmensgeschichte. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Produkte an und wie sie das wo verkaufen. Und zwar ist die Kuchenaufteilung wie folgt, dass sie selbst ihr Business als 4-Sparten-Business aufteilen. Aktuell gibt es aber eigentlich nur 3 wirklich relevante Sparten. Ja, wir haben wahrscheinlich hinten auf unserem Pullover schon hier wieder Kreide mit drauf. Egal. 65% der Umsätze kommen durch Hardware-Peripherie. Was ist damit gemeint? Damit sind gemeint eben all die ganzen Mäuse, die entsprechenden Mauspads, aber auch Kameras, Webcams, Headsets, Mikrofone, Tastaturen und so. All diese ganzen, sage ich mal jetzt so, peripheren Geräte halt, die man eben nutzen kann, um eben entsprechend sein Gaming-Erlebnis zu verbessern. Das macht 65% der Umsätze. Und dann gibt es aber noch 25% ebenfalls Hardware-Umsätze, aber System-Umsätze. Das heißt, hier hat man eben entsprechend ganze Gaming-Tablets, ja, Gaming-Laptops und so, die halt eben auch tatsächlich dieses Unternehmen verkauft. Und das auch ziemlich erfolgreich, weil die Umsätze, die steigen und steigen und steigen immer mehr. Dann gibt es noch 10% Software. Da gehört einerseits dazu Software, die ich entsprechend eben mit den jeweiligen Hardware eben zur Konfiguration und so weiter gleich mit dazu kaufen kann. Aber das Unternehmen macht auch immer wieder, man könnte sagen, es ist so ein bisschen so eine Art Mini-Amazon. Die gehen immer mal wieder in ganz andere Geschäftsbereiche rein, kommen dann zum Beispiel auch noch in den Bereich, wo sie sagen, hey, wir geben unseren Gamern eben gleich noch eine Kreditfinanzierung mit dazu oder wir machen jetzt mal noch ein Payment-System und so. Eine andere Sache, die ich auch ganz interessant fand, ist, dass man eben auch Corona-Masken herstellt, die halt eben so ein bisschen High-End-mäßig gemacht sind mit irgendwie verschiedenen Lichtern und dass man eben auch die Mundbewegungen irgendwie des anderen Gegenübers sehen soll. Also einfach so Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen nicht diese FPPÖ, keine Ahnung was, Masken da ständig benutzen, die einfach total scheiße aussehen, wie irgendwie so ein keine Ahnung, also so manche sehen einfach total schlecht aus, ja. Und ich habe jetzt auch neulich Diana so ein paar richtig schnieke, heiße Masken gekauft. Das waren so Individualanfertigungen zum Geburtstag. Und wenn sie die trägt, dann sieht sie jetzt halt einfach richtig geil aus. Ja, ich meine, sie sieht auch so richtig gut aus, aber mit denen sieht sie halt einfach viel besser aus als mit diesen Gesichtswindeln, die da irgendwie im normalen Supermarkt verkauft werden. Ja? Und da haben sie eben auch gesagt, jetzt okay, wir machen jetzt auch mal so ein paar coole Corona-Masken. Also das ist schon mal ein Ansatz am Geschäftsmodell, den ich sehr interessant finde, dass man also immer wieder neue Sachen auch ausprobiert. 2017 gab es ja zum Beispiel auch Phone dazu, also ein Razer Phone. Das hat sich aber bisher, muss man sagen, überhaupt noch nicht durchgesetzt. Und deswegen sind auch diese Other Umsätze hier, die machen einen extrem kleinen Anteil aus. Deswegen habe ich das auch hier gar nicht mehr mit aufgeführt. Trotzdem kann man aber auch sagen, ist Razer ein multi-internationales, globales, globalisiertes Unternehmen, die machen 46% ihrer gesamten Umsätze in Amerika, also nicht nur in den USA, sondern dazu gehört natürlich auch noch Südamerika und Kanada, ja, und Alaska da oben gehört ja auch zu den USA, ja, wissen manche gar nicht. Ich glaube, damals gab es sogar diese interessante Story, dass die USA Alaska von Russland abgekauft hat oder so, habe ich glaube ich mal auf Wikipedia gelesen, für ein Appel und ein Ei, ja, die Russen irgendwie gesagt haben, was sollen wir mit dem Scheiß, gibt uns lieber die Krim, ja? Und die USA haben gesagt, Alaska to the moon. Aber egal, kommen wir zurück zum Video. 24% EU, ME und A, steht natürlich für Mittlerer Osten und Afrika, macht 24% der Umsätze. 20% wird in Asien selbst und dem pazifischen Raum, also auch natürlich Indonesien bis Australien und so weiter, was es da alles noch so gibt, Neuseeland und so, und natürlich Singapur selbst logischerweise, und 11% nochmal davon getrennt betrachtet in China. Also von wegen Penny Stocks. Auf der ganzen Welt werden die Produkte an Tausende und Millionen von Kunden verkauft. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich aber mal an. Wenn wir uns die Frage stellen, kaufen wir uns denn jetzt so eine Gaming-Maus oder kaufen wir uns lieber 500 von den Aktien? Ja, also ich persönlich, ich würde mir die Maus schon aus dem Grund nicht holen, dass immer wenn ich Schach spiele, da gehen diese Dinger manchmal halt kaputt. Ja, und wenn ich jedes Mal da 140 € immer zahlen muss, da gehe ich lieber wieder zu Teddy. Aber
zurück zur Aktie. 5 Jahre Umsatzwachstum, 30,6%. Ja, also das ist natürlich schon mal hier ziemlich sportlich. Und man kann sehen, okay, seitdem dieser Tan hier mit dabei ist, auch von der Partie, gut, der ist ja schon seit 2005 dabei, aber er hat auf jeden Fall hier ordentlich viel Umsatzwachstum geleistet. Die Aktie ist zwar, wenn man sich jetzt mal seit dem IPO-Debüt den Verlauf anguckt, ziemlich stark so nach unten gegangen und dann wieder sich jetzt nach oben gekommen. Aber was operativ die Entwicklung angeht, sieht das hier ziemlich gut aus. Auch wenn wir uns angucken, dass seit 2017, seit dem Börsengang, wo das EBIT, das Betriebsergebnis, noch bei 160 Millionen Dollar in der Miese lag, ja, war es eben so, dass sie jetzt im letzten Geschäftsjahr 44 Millionen EBIT da schon im Plus waren und wie gesagt ja sogar am Ende ein Nettogewinn rausgesprungen ist. Jetzt muss man natürlich immer eine Sache beachten, bei all den ganzen Extrapolationen in die Zukunft, warum ist denn dieser Gewinn zustande gekommen? Ich würde hier schätzen, dass vor allem die organische Suche und Reichweite sich verbessert hat von Leuten, die eben diese Produkte kaufen wollen. Also organisch bedeutet einfach, Leute finden dieses Produkt von selbst und dadurch wächst der Umsatz und der Gewinn, ohne dass nennenswert irgendwie für Marketing irgendwie investiert werden muss. Das heißt, ich glaube, dieser Gewinn ist vor allem durch den Corona-Bonus zustande gekommen und das müssen wir immer damit berücksichtigen, wenn wir jetzt uns angucken, wie wird denn dieser Gewinn in Zukunft noch gesteigert werden können. Weil es kann natürlich auch sein, dass wenn erstmal der Corona-Bonus wieder weg ist, erstmal, wenn sie natürlich auch weiter neue Innovationen machen wollen und immer wieder neue Sachen testen, erstmal der Gewinn wieder flach fällt. Und das könnte eben dazu führen, dass die recht hohe aktuelle Bewertung sich erstmal wieder korrigiert. Und das ist eben auch ein Punkt, den man bei Penny Stocks beachten muss. Nur weil die irgendwie 30 Cent jetzt kostet, heißt es nicht, dass sie nicht auch 15 Cent kosten kann. Ja? Und das bedeutet dann eben einen Verlust von, schreibt sie in die Kommentare, ich glaube 50%. Nettomarge betrug letztes Jahr 0,5% und das bedeutet eben weiterhin bei Unternehmen, die eine extrem niedrige Nettogewinnmarge haben, dass schon eine kleinste Veränderung im Betriebsergebnis, zum Beispiel durch einen richtig guten Kassenschlager, irgendein Produkt, was zum Beispiel viel kostet und auch viel Gewinn bringt oder was einfach sehr häufig verkauft wird und dadurch einfach viel Gewinne macht aufgrund von Skaleneffekten und so weiter, sie ihre Marge verbessern, dass eben die Wachstumsraten sich sehr schnell ändern können und somit entsprechend auch die ganzen KUVs und vor allem natürlich KGVs. Ja. Aber erstmal noch ein bisschen zur Bilanz. Piotrowski sagt 7 von 9. Ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Bilanzposition, auch was die Entwicklung der Liquidität und der Schulden und so weiter angeht. Hier sieht es nämlich so aus, dass sie eine Netto-Cash-Position in der Kasse haben von 621 Milliarden Dollar. Das heißt, nichts anderes, als dass wenn ihr jetzt ungefähr 3 Milliarden Dollar ausgeben würdet, um das Unternehmen zu kaufen, weil ihr so viel auf dem Konto habt, dann würden euch schon mal natürlich auch diese 621 Millionen auf der Kasse euch gehören, weil das Unternehmen hat keinerlei sonstige große Finanzverbindlichkeiten. Sie haben eine Netto-Cash-Position, das bedeutet abzüglich der Verbindlichkeiten von 621 Millionen. Und das etwa nicht wie Nikola und andere Wasserstoffaktien, indem sie halt alle zwei Tage sagen, komm hier, Privatanleger, komm, holt mal wieder ein paar Aktien bei uns ab. Ja? Wir geben euch wieder jede Menge Aktien, gebt uns mal euer Cash. Ja? Nee, das haben die nicht gemacht. Die haben eigentlich eine schön gleichbleibende Aktienanzahl. Das heißt, das ist ein sehr gutes Zeichen schon mal. Und hier KGVE auf den aktuell erwarteten Gewinn für dieses Geschäftsjahr bei 2 Millionen US-Dollar liegt bei 350. Ja? Also extrem hoch im ersten Moment. Aber wie gesagt, es hängt natürlich immer davon ab, wie stark sie es schaffen, den Gewinn zu steigern. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir fahren irgendwie die Investitionen ein bisschen runter, wir brauchen gerade nicht so viel Marketing und so und deswegen erhöhen sie die Marge und haben auf einmal einen Gewinn dieses Jahr von 8 Millionen, dann puff, haben sie nur noch ein KGV von 50. Ja? Wenn aber auf der anderen Seite sagen, ey, wir wollen ja wieder neu investieren und bei der Corona-Maske noch so ein paar andere geile Sachen machen oder so, ja, oder die Pandemie wird richtig schlimm und wir müssen noch Baseballschläger mitverkaufen oder was auch immer, dann kann es eben sein, dass der Gewinn auch wieder komplett wegbricht aufgrund von unternehmenspolitischen Entscheidungen und eben das KGV gar nicht mehr da ist, weil sie eben wieder Verlust machen, ja. Also alles ist hier ein bisschen möglich und das macht es für mich natürlich ein bisschen schwierig zu bewerten, was die Gewinne und die Cashflows in der Zukunft angehen, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen den
aktuellen Schätzungen des Marktes so folgt, wenn man so ein bisschen sich orientiert an dem, was der CEO auch so annimmt und sagt und an der Guidance und man so annimmt, dass das Wachstum jetzt erstmal noch so weitergeht, dann braucht man gar nicht wirklich konservativ beim Gewinn rechnen, um trotzdem jetzt hier festzuhalten, dass das Unternehmen ein Kauf ist. Ja? Wie stark es ein Kauf ist, hängt natürlich so ein bisschen von eurem Risikoappetit ab. Und es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie viel Rendite ihr in Zukunft damit machen wollt. Ja, ist ja logisch, je höher eure Renditeforderung, desto günstiger muss das Unternehmen beim Kauf sein. Aber ich schätze mal, dass sie 50% Kurspotenzial aufgrund dieser Entwicklungen definitiv hätten. Andere gehen sogar noch von sehr viel mehr aus. Aber dann kommt hier immer noch dieser Punkt Circle of Competence mit ins Spiel. Und Circle of Competence bedeutet nichts anderes, als wenn ich jetzt 3 Milliarden hätte auf dem Konto, dann würde ich dieses Unternehmen nicht in seiner Gänze kaufen, weil mit den 3 Milliarden Dollar habe ich definitiv Besseres zu tun. Da würde ich erstmal Playway und ein paar andere Unternehmen erstmal komplett kaufen. Ja? Bisschen CD-Projekt nachkaufen, bisschen 11-Bit und bisschen andere Unternehmen einfach kaufen, die ich interessanter finde persönlich. Und deswegen ist immer diese Frage, wenn ich mit 3 Milliarden das Unternehmen nicht komplett kaufen würde, warum sollte ich es dann jetzt anteilig kaufen? Ja, diesen Gedankengang habe ich eigentlich immer auch beim Investieren. Und deswegen aufgrund von Circle of Competence Gründen würde ich jetzt persönlich eher sagen, eher nicht so. Und dann wiederum würde ich mir auch sozusagen sagen, hey, so ein Hardware-Unternehmen mit drin zu haben, ist halt vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn der Gründer und aktuelle CEO ziemlich spannende Sachen so macht und interessante Sachen erzählt auf YouTube und vielleicht könnte man ja auch eine spekulativere Position öffnen. Ja? Aber dann kommt halt wieder der rationale Finanzminister im Unternehmen und der ist bei uns tatsächlich rational, nicht so wie der echte und sagt, nein, kannst du halt nicht machen, wegen eben Circle of Competence und deswegen, ja, es sieht immer so brutal aus, wenn ich jetzt hier so Sell schreibe, aber ich würde es halt einfach aktuell nicht kaufen. Dazu müsste ich mich einfach noch mehr einarbeiten, müsste halt irgendwie anfangen, selber ein Experte zu werden in der Beurteilung der ganzen Gaming-Unternehmen. Aber es gibt eben halt neben diesem Unternehmen noch Corsair, es gibt noch Logitech, es gibt noch Asus und eben alle anderen, die auch gute Mäuse machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und deswegen ist es einfach schwer zu beurteilen. Und gerade was hier dieser Corona-Bonus und so weiter angeht, tue ich mich einfach schwer, das irgendwie sozusagen, okay, ja, das wird in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren noch so bestehen. Ja. Da tue ich mir leichter, einfach bei Unternehmen zu investieren, wo ich sage, okay, da war die Gewinnhistorie so und so, da war das Umsatz-zu-Gewinn-Verhältnis immer so. Das heißt, wenn die Umsätze um den und den Prozentanteil gestiegen sind, dann sind die Gewinne so und so viel nachgezogen, fühle ich mich einfach sicherer mit. Und deswegen, ja, kaufe ich hier erstmal nicht. Aber vielleicht seid ihr ja auch richtige Pros in der Gaming-Hardware-Branche. Dann haut mal hier richtig wie so ein paar Keyboard-Warrior in eure Gaming-Tastaturen und schreibt einen Kommentar, was ihr von dem Unternehmen haltet. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen mehr Informationen über dieses Unternehmen geben konnte. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.